Lass uns das doch machen wie die Japaner. Ich war irgendwann fast ein ganzes Jahr lang in Japan und meine Gastmutter war japanische Teezeremonie-Meisterin. Und ich erinnere mich daran, wir sitzen auf einem Teppich und das dauert ja Ewigkeiten, bis du da Tee bekommst. Für so einen Unruhigen wie mich, und du wirst wahnsinnig. Und irgendwann kriegst du diesen Tee. Und ich erinnere mich an einen Moment, da ist so ein Stäbchen runtergefallen. Und dieses Stäbchen ist zerbrochen und sie hat mich angeguckt. Sie wurde weiß, also sie war ja schon weiß, aber sie wurde richtig weiß. Und dann hat sie mich mit rausgenommen und wir sind in Tokio in ein Stadtviertel gefahren. Und jedes Stadtviertel hat eine Werkstatt, wo die Japaner kaputte Dinge hinbringen. Mit dem großen Unterschied, dass dort die kaputten Dinge mit Gold ausgekleidet werden. Weil die Japaner sagen, wenn irgendetwas kaputt ist, dann machen wir es noch schöner und flicken es wieder zusammen. Und das können wir alle mit unserer Vergangenheit machen, Ladies and Gentlemen. Als leuchtendes Beispiel für andere da sein.